im 11. Spieltag. Schauen wir mal auf eine eigens angefertigte Ruhrgebietstabelle. Und da sehen wir, dass der VfL Bochum 3 Punkte vor den Dortmundern liegt. Unglaublich, ja? So kann es gehen. Und verbessert haben sie sich auch noch. In der letzten Woche kam mit Zdravko Drinčić jemand aus der ersten jugoslawischen Liga, aus Novi Sad, für 1,6 Millionen. Guter Mann. Hat gleich im ersten Spiel gegen Hertha ein Tor geschossen und eine lustige Begründung geliefert, warum er ausgerechnet zum VfL Bochum gewechselt ist. Er meint, die haben die schönsten Trikots der ersten Liga in Deutschland. Naja, da freuen wir uns am Spiel der Bochumer. Heute gegen den 1. FC Nürnberg, Auswärtsspiel für die Bochumer. Und die Nürnberger warten weiter auf ihren ersten Heimsieg. Markus Hierstedt berichtet. Zunächst einmal plagen den Bochumer Trainer große Sorgen. Ohne 9 heißt es für Klaus Toppmöller. 9 Verletzte zum großen Teil Stammspieler, aber Not macht bekanntlich erfinderisch. So spielte Stefan Kunz von Beginn an. Erst Viruserkrankung, dann Magen-Darm-Infektion überstanden. So darf er laut Arztverordnung nur 45 Minuten spielen. Und zwar als Linksaußen, denn Trainer Toppmöller lässt mit 3 Mann stürmen. Mutig, mutig. Hinein ins Getümmel mit einem Nürnberger Freistoß. Gleich in der Anfangsphase. Und achten Sie jetzt auf den Bochumer Fahnenhorst. Hier, bei diesem Duell mit Grasser verletzt er sich schwer. Ein kaputtes Knie, das aus für Fahnenhorst nach nur 8 Minuten. Dabei war er schon der Ersatz für den gesperrten Sundermann. Für Fahnenhorst nun Petrovic als Mannecker. Neu ordnen hieß es für Bochum. Zeit für die ersten Versuche vom 1. FC Nürnberg. Mit Polunin, der spielte heute hinter den Spitzen. Spielmacher, ein toller Pass auf Michael Wiesinger. Pech für den Aufsteiger. Michael Wiesinger, 6-mal hat er schon vorbereitet. Ein Tor blieb ihm aber bislang vergönnt. Aber achten Sie jetzt mal auf Libero Waldoch in der Mitte. Hier rutscht er nicht nur am Ball vorbei, sondern er verdreht sich auch das Knie. Der zweikampfstärkste Bochumer musste nach 16 Minuten passen. Damit schon 2/3 der VfL-Abwehr im Krankenstand. Björn Joppe kam, ein 19-jähriger Amateur mit seinem Bundesliga-Debüt. Und Kracht, hier ist er, spielte nun Libero, Thorsten Kracht. Aber was macht er? Fehlpass auf Wiesinger und der Konter. Pavel Kuka. Und dann wieder Michael Wiesinger. Das 1:0, endlich das erste Saisontor für den Nürnberger Kapitän. Das Unheil für Bochum leitete Thorsten Kracht ein mit diesem schlampigen Pass. Und Pavel Kuka, das sehen Sie jetzt, reißt mit seinem Flankenlauf die schon reichlich unsortierte Abwehr des VfL noch zusätzlich auseinander. Vorbildlich gemacht. Kuka auf Wiesinger, bislang war es immer umgekehrt. Und so bedankt sich der Torjäger bei seinem fleißigsten Flankengeber. Schock verdauen und auf Fehler des Gegners hoffen, so Bochums neue Devise. Abschlag, Torwart Ernst. Und da ist der Fehler von Rana, Ion und dann kommt Drinčić. Torwart Hilfiger. Bochums neue Stürmer brachten jetzt viel Nervosität in Nürnbergs Abwehr. Kein Foul der übrigens an Ion. Der 1. FC Nürnberg, trotz Führung, unverständlich fahrig und nicht willig, die Zweikämpfe zu suchen. Bochum konnte kombinieren. Mit Schinzilotz, der wird verfolgt von Polunin, der wird festgehalten von Polunin und der Pfiff. 11 Meter für Bochum und Schinzilotz fordert die Karte. Polunin war schon verwarnt, Schiedsrichter Wagner nesselte schon, aber er beließ es dabei. Polunin war schon gestraft genug auf seines ungeschickten Zweikampfverhaltens. Völlig zu Recht hier Strafstoß. Doch wer schießt? Bochum hat von den letzten 7 Elfern 6 verschossen. Den letzten von Stefan Kunz am 1. Spieltag gegen Freiburg. Und Stefan Kunz tritt wieder an. 1:1 Verantwortung übernommen. Und es ist ein Jubiläumstor in der 44. Minute. Und damit hat sich seine Aufstellung schon gelohnt. Eins
1:1 zur Pause, Willi Reimann und der Ärger über so viel Unentschlossenheit bei seiner Mannschaft. Dann gab es wieder Rätselraten um Torwart Ernst. Alle waren schon bereit für die zweite Halbzeit, nur der Bochumer Torwart nichts. Doch diesmal war es kein medizinisches Problem, sondern ein menschliches. Das Schuhwerk war kaputt, Ersatz ließ auf sich warten. Stefan Kunz gab derweil noch Tipps an den Jüngsten, an Björn Joppe. Und wir erinnern uns, Kunz hätte laut Arzt nur 45 Minuten spielen dürfen. Aber aus seiner Erfahrung bei so einer jungen Truppe, darauf kann Trainer Toppmöller nicht verzichten. Also er spielte weiter, der Stefan Kunz. Auf in die zweite Halbzeit mit dem VfL. Das ist der neue Halt für Thomas Ernst. Und dann kommt der erste FC Nürnberg mit neuem Mut. Und mit Kuka. Festgehalten, Freistoß schnell ausgeführt auf Polunin. Dann Martin Driller. Heute zweite Sturmspitze neben Kuka. Und da ist er, Pavel Kuka. 2:1 nach exakt 41 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Saisontreffer Nummer 5, damit ist er mit Čirić der erfolgreichste Nürnberger. Martin Driller zieht Bochums Abwehr auseinander. Dann hat er Zeit zum Flanken und dann rechnen sie nicht mit Kukas Sprungkraft. Schön gemacht vom Tschechen. Was jetzt VfL? Stefan Kunz mit Trainer Toppmöller. Der Oldi muss durchhalten. Die dritte Auswechslung, aber nicht Kunz wird ausgewechselt, sondern Toplak und Buckley kommt. Also jetzt vier Stürmer beim VfL. Volles Risiko. Doch das wird nicht immer belohnt. Nürnberg mit Kontern über Driller. Der sieht Kuka. Pavel Kuka. Und Schinzilot dazwischen. Nürnberg trotz erneuter Führung weiterhin nervös. Freistoß Bochum. Und dann fällt Stefan Kunz und schießt sich der Wagner pfeift Elfmeter. Viel Aufregung um diesen Pfiff, eine knifflige Situation, aber ich meine, Gerber hält hier Stefan Kunz fest. Der zweite Strafstoß. Stefan Kunz, 36 Jahre alt. Nerven behalten oder nichts? Er behält sie. 2:2 und der Ausgleich ist nicht mal unverdient. Beim VfL 7 auf dem Platz mit weniger als 10 Bundesligaspielen. Da muss er Verantwortung übernehmen. Nur auf den Ball geschaut. Volle Konzentration. Klaus Toppmöller, was hat er leiden müssen? So viele Verletzte und doch jetzt der Ausgleich. Nürnberg erst jetzt entschlossener, mutiger, abgelegt die Angst vor dem Versagen. Kuka und da ist Frank Baumann, 81. Minute. Jetzt war es ein klasse Spiel, der direkte Gegenzug. Buckley, der hat ja noch Kraft, eingewechselt, beschäftigt die ganze Nürnberger Abwehr und sieht da noch Drinčić, der neue Mann. Der Aufsteiger aus Franken schrammte jetzt sogar an einer Niederlage knapp vorbei. Dann die letzte Minute. Noch einmal der erste FC Nürnberg. Martin Driller. Und der sucht wieder Pavel Kuka. Diesmal passt es nicht. 2:2 der Endstand in einem erst gegen Ende guten und spannenden Spiel. Seine Freude verständlich. So viele Nackenschläge, so viel Risiko gefahren und nicht verloren. Klaus Toppmöller. Ursachenforschung jetzt mit Uli Köhler und Jörg Silbereit. Naja, ich glaube, das wird immer schlimmer, ne, mit den Nerven. Aber naja, ich glaube nicht, dass wir haben Angst. Ganz einfach, irgendwie hat das wieder nicht geklappt. Und wir müssen glauben, dass wir nächstes Mal ganz einfach gewinnen zu Hause. Aber heute habt ihr euch ja mehr selber besiegt, als dass der Gegner euch besiegt hat. Naja, das war nicht das erste Mal, aber das haben wir schon in einigen Spielen so gemacht zu Hause. Beide Tore, 2 Elfmeter. Wie haben sie es geschafft? Sie hätten gar nicht spielen dürfen eigentlich, nur eine Halbzeit. Brechen Sie schon zusammen, müssen wir aufpassen? Ja, wahrscheinlich wird jetzt Doc zu Hause im Dreieck springen, weil er nur 45 Minuten erlaubt hat. Ich hoffe, dass ich gut überstehe. Und es war jetzt wichtig, wir mussten zweimal verletzungsbedingt schon auswechseln in der ersten Halbzeit. Und da muss man halt mal 5 Grad sein lassen. Ich hoffe, dass keine zu großen Folgen jetzt danach kommen. Sie hatten heute mehr Bundesligaspiele wie Ihre ganze Mannschaft zusammen. Ist ein Ungeheuer. Ich könnte auch von dem einen oder anderen Vater sein. Stefan Kunz,
alles seinem Körper abverlangt. Auch mit 36 ist man wer in der Bundesliga. Und vom Manager gab es dann die Extraprämie. 5 Mark für 2 Tore. Sowas nennt man ein Schnäppchen.